Thorsten, ja, es war eine Niederlage, aber ein spannendes Spitzenspiel. Wie hast du es erlebt? Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe schon ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Vom Verlauf her hatten wir, bevor es dann, ich sag mal, auf einmal 2-0 steht, für Nöttingen schon einige Torchancen, also wo wir zum Abschluss kommen und die so ein bisschen nicht wirklich konsequent zu Ende gebracht haben. Vom Verlauf her wollten wir nach der Halbzeit natürlich zurückkommen ins Spiel. Haben uns dann quasi ein kleines Eigentor geschossen, wenn es dann nach 30 Sekunden auf einmal 0-3 für Nöttingen spielt. Und dann ist natürlich schwer zurückzukommen. Es hat auch eine Weile gedauert, weil uns das ein bisschen den Stecker gezogen hat. Dass es nochmal zum Ende spannend wird, fand ich, war dann irgendwo schon auch verdient. Ja, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, war natürlich etwas spät. Wobei ich jetzt durch meine Brille natürlich sage, wenn wir hier einen Punkt holen, wäre für uns super und wäre vielleicht auch nicht ganz unverdient. Insgesamt, denke ich, hat man sich trotzdem relativ gut verkauft gegen den Spitzenreiter. Was hat man sich bei euch noch vorgenommen für den Rest der Saison oder für die neue Saison? Ja, wir haben uns eigentlich langfristig vorgenommen, durchs Ergebnis zu glänzen. Ja, das ist uns letzte Woche auch gelungen mit dem 2-0 gegen Göppingen, das bestimmt nicht ganz so verdient war. Heute hätten wir vielleicht was Zählbares verdient gehabt und haben nichts geholt, von daher ist es okay. Wir wollen eine ordentliche Runde spielen, haben jetzt keine Ziele. Ja, also wir haben natürlich Ziele, angefangen von die Klasse zu halten und nächstes Jahr auch wieder Oberliga zu spielen, bis hin vielleicht einstelliger Tabellenplatz, irgendwie ab Platz 5 sind wir schon happy. Ja, ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, die sich noch entwickeln kann, entwickeln muss. Und wenn wir das in dieser Runde schaffen und nächstes Jahr nochmal Oberliga spielen, dann ist das Ziel schon erreicht. Kurzer Ausblick auf das nächste Heimspiel gegen KSC 2. Ja, es ist immer spannend, gegen KSC 2 zu spielen, weil man nie weiß, in welcher Besetzung laufen die auf. Die haben jetzt natürlich zu Saisonbeginn mit einer Mannschaft gespielt, die top besetzt ist. Wenn ich einfach an Orlishausen im Tor denke. Von daher ist es schwierig, gegen KSC zu spielen, weil sie einfach eine ganz hohe individuelle Qualität haben. Bin da vorsichtig, auch irgendwelche Ziele zu formulieren. Wir würden gerne was Zählbares holen. Ob das dann einfach oder dreifach ist, sagen wir mal, oder warten wir einfach mal ab. Aber der Respekt vom KSC ist definitiv da. Thorsten, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Gerne, vielen Dank.